ist angerichtet für Spiel 1 im großen Finale um die österreichische Meisterschaft in der Alps Hockey League. In der mit 2500 Zuschauern ausverkauften Kekelit Arena kommt es dabei zum Derby zwischen dem EK Zell am See und den Red Bull Hockey Juniors. Gespielt wird im Champions Hockey League Playoff Modus mit Hin- und Rückspiel. Heute geht es also um eine gute Ausgangsposition für Spiel 2. Die Jungbullen marschieren dabei mit allem auf, was bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. Aber auch die Eisbären können fast ihr komplettes Line-up aufbieten. So entwickelt sich in Drittel 1 eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Aber sowohl Max Zimmermann bei den Zellern als auch Simon Wolf bei den Gästen lassen keinen Puck vorbei. Im Mittelabschnitt schalten die Salzburger dann von Beginn an mehr als einen Gang nach oben und die Blau-Gelben bekommen immer mehr Probleme. Nach 5 Minuten ist die Torsperre von Max Zimmermann schließlich gebrochen, denn gegen diesen ansatzlosen Strich von Aljas Spredan ist der Eisbärenkeeper machtlos. Die Bullen sind den Zellern nun ständig einen Schritt voraus und da spielen sich Chance um Chance. Nur Max Zimmermann ist es zu verdanken, dass es bis zur zweiten Pausensirene beim 0:1 bleibt. Im Schlussabschnitt ist vom Ergebnis her noch alles drin für die Hausherren, aber die Salzburger lassen den Eisbären weiter keine Luft zum Atmen. Aus einem Gestocher heraus fällt dann in Minute 45 durch Aljas Spredan das hochverdiente 0:2. Der slowenische Nationalspieler mit jeder Menge Bundesliga-Erfahrung schnürt damit den Doppelpack. Die Zeller Eisbären versuchen, sich wieder zurück in die Partie zu kämpfen und geben in der Schlussphase noch einmal alles. Bei den wenigen Chancen fehlt aber die nötige Konsequenz und auch das Glück, wie bei diesem Stangenschuss von Patrick Kittinger. Kurz vor Schluss laufen die Blau-Gelben noch in diesen Konter und Nikolaus Heigl bringt den Puck irgendwie an Max Zimmermann vorbei ins Tor. Das 0:3 ist letztlich auch der Endstand und so können die Red Bull Hockey Juniors mit einem beruhigenden Polster in Finale Nummer 2 gehen, während die Zeller Eisbären ein kleines Wunder brauchen. Ja, unglaublich. Also die Mannschaft war super, es war jeder dabei, wir waren top motiviert und wir haben alles, was wir umsetzen wollten, gut umgesetzt. Ja, es war unglaublich, es war mein erstes Spiel seit langem und es war Wahnsinn, richtig geil. Ja, natürlich haben wir uns mehr erhofft. Wir sind zwar relativ gut in die Partie gestartet, haben aber nach 15 Minuten ein bisschen an Faden verloren und sie haben uns sehr unter Druck gesetzt. Im zweiten Drittel haben wir eigentlich relativ wenig Chancen gehabt. Da haben wir Max zu verdanken, dass wir nicht mehr in Rückstand geraten sind. Und im dritten Drittel haben wir die Partie ein bisschen offener halten können, sind aber dann in Konter gelaufen, was vielleicht nicht passieren darf, weil nur die Halbzeit bis jetzt gespielt ist. Aber wir können auch 0:3 genauso aufholen und genauso fahren wir nach Salzburg.